Ja, Leute, was geht? Und es geht weiter hier mit Let's Play God of War Ascension. Nicht mit den Pirates, wir machen weiter. Wir sind hier, ich weiß es nicht, im Finale. Könnten wir ganz gut vorstellen, dass es das Finale ist. Allerdings. Jetzt können wir mal neu laden. Was wir nochmal machen können, wäre, um den ultimativen Schaden zu kriegen. Das hier nochmal. Und erhöhter Schaden. Den oder Chaos klingen wir auf Maximum. Genau, Athenes Rache, Athenes Rache und erhöhter Schaden. Und ja. Okay. Oh, das war's schon mit dem Viech. Ja, du bist tot, ne? Komm. Okay, jetzt geht man wie viel ein letztes Mal. Ah, der blöde Vogel, ja. Hä? Triff sie doch! Jetzt endlich, in 3 Jahren. Ey, der Vogel macht einen irre. Ich habe auf jeden Fall wieder Energie bekommen. Achso. Ah, hat gespeichert. Sehr schön. So. Also hier sind die Updates halt echt wichtig, ne? Ah, wir haben den gleichen Fehler. Verdammt. Ja. Sehr schön. Oh, es ist noch ein Schlag, okay. Alter, was tust du denn jetzt? Raus damit! Und tschüss! Nein! Oh so, wo geht's auch? Oh, Mistfisch, Mensch! Kannst du einen scheiß Kackvogel mal zu Hause lassen? Danke. Achso. Und rein damit!
beschämst, Sparta! Eid brechen! Jetzt reicht's mir mit deinem blöden Kackvogel, Mensch! Lass den mal zu Hause! Ah, ein Tickle fehlt gedrückt. Nein! Scheiße. Ey, ganz ehrlich, der Kackvogel nervt einen bis ans Ende, ne? Bis ans Ende deiner Tage. Du beschämst, Sparta! Ja, als Maul! Mit deinem Kackvogel zu Hause, aber du bist ja nicht dessen Kack. Wo ist diese... Achso. Eine gedrückt, das war nicht Headset, ne? Alter, das ist willkürlich. So. Ups, wusste ich nicht. Oder waren wir jetzt nicht? Okay, also ich habe eben, war eben auf Kreis vorbereitet. Aber okay, gut, dann sind sie willkürlich, dann machen wir einen dritten Versuch. All guten Dinge sind ja drei. Du beschämst, Sparta! Naja. Eidbrecher! Jetzt der Kreis. Voll. Und tschüss mit deinem Frühchen. Du als erstes, Kleine. Oh. Du bist es nicht wert, Spartaner genannt zu werden. So, ne? Auf der... Oh! Ich habe deinetwegen alles verloren! Als Maul! Töten wir uns selbst, auch nicht schlecht. Der Furie findet ein Ende. Du glaubst, du willst die Wahrheit, doch die Wahrheit wird dir nichts als Schmerz bringen. Sehr gut. Ich bring dir jetzt auch Schmerz. Haben wir es gemeinsam, Kleine. Mein Tod wird dich nicht aus deinem Wahn erlösen. Gerissene Bande. Ich hätte nicht die Kraft für deinen Weg gehabt, Spartaner. Orkos. Ich hätte wohl auf meine Mütter gehört. Ich lebe lieber mit der Wahrheit. Ich fürchte, du wirst diese Worte noch bereuen. Denn Ares verfügt noch über deinen Bund. Das kann nicht sein. Bevor sie gestorben sind, machten meine Mütter mich erneut zu deinem Eidhüter. Willst du frei sein, muss ich durch deine Hand sterben. Ich verstehe das nicht. Befreist du mich nicht, behält mein Vater seine Macht über dich. Schlimmer noch, ich werde in ewiger Qual leben. Ich habe genug unschuldiges Blut vergossen. Es gibt keinen anderen Weg. Zerstöre den Bund. Töte Ares. Erlange
Vergeltung. Ich war nie der Krieger, den mein Vater sich gewünscht hat. Aber bitte, ich bitte dich, gewähre mir einen ehrenvollen Tod. Mit dem Tod von Orkos war der Wuteid Kratos endlich gebrochen. Und die schmerzliche Wahrheit kehrte in Kratos Bewusstsein zurück. Die Wahrheit über den Mord, den er begangen hatte. Den Mord an seiner Frau und seinem Kind. Das Blutbad, das sein unstillbarer Ehrgeiz angerichtet hatte, kehrte in völliger Klarheit zurück und wurde zu den Visionen, die ihn zeitlebens verfolgen sollten. Von seiner Vergangenheit gequält, verließ Kratos das einzige Zuhause, das er je hatte, und zog los, um all seine Taten wieder gut zu machen. God of War Ascension! Und damit hätten wir es durchgespielt. Ja. Muss ich sagen. Mir hat's gefallen. Muss ich ehrlich sagen. Also mir hat es sehr gut gefallen. Die Kämpfe waren cool. Ja, weiß gar nicht. Also. Klar, die Story, die fand ich weird. Die Story fand ich komisch von dem Spiel. Das hat aber auch einen folgenden Grund. Dieses Hin und Her am Anfang, ne? Am Anfang bist du ja gefangen und dann klopfst du dich durch. Und dann wirst du gejagt und dann kommt am Ende raus, ob du gefangen genommen wurdest. Das fand ich ein bisschen bekloppt und ein bisschen weird mit dem Spiel. Weil die Story, ich muss sagen, am Anfang war ich überhaupt nicht in der Story. Ich wusste gar nicht, worum es handelt. Irgendwie Furien, die mich jagen und irgendwie so ein Eiter und dann hier und ich so, hä? Ja gut, dann kloppe ich mich mal durch und dann kommen irgendwelche Monster und die hau ich aufs Maul. Habe ich dann gemacht und weil das Gameplay so geil war, habe ich es gern gemacht. Aber das Interessante an der Story, das kam eigentlich sehr, sehr viel später, also nachher wirklich so bei 70-80% und so 60-70% des Spiels geschafft hat, dann kam so, ne, wo auf einmal so, aha, Moment. Und dann war die Story auch richtig geil und dann, ab dem Moment mochte ich dann auch Kratos Weg verfolgen und auch wirklich auch Alt-Kratos Weg und nicht nur, ja gut, Kratos ist hier eine Spielfigur, mit der schnetze ich mich durch, sondern ich mochte den Weg. Ja, also ich muss sagen, mir hat es sehr gefallen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, hier Kratos zu spielen und hier dann durchzuhacken am Ende. Ja, was mir am Ende so ein bisschen dann doch gefehlt hat, das war dann halt, ja, dieses, also, das ist eine sehr komische Art des Storytellings. Das kann man wohl nicht anders sagen. Das ist wohl eine sehr, sehr... ja, komische Art des Storytellings ist, das so zu machen. Ja, ich weiß nicht, ob es in anderen Teilen genauso ist, aber das war ein bisschen spät, meiner Meinung nach. Gerade weil es die Vorgeschichte ist, hätten sie vielleicht eine Erzählweise nehmen von Anfang bis Ende und nicht irgendwie in der Mitte, dann fängst du am Ende, eigentlich fängst du sozusagen am Ende ja an, am Ende der Geschichte. Und dann geht's erst wieder zum Anfang. Das hätte ich anders gemacht. Aber gut. Hat mir Spaß gemacht. Morgen um 19 Uhr würde dann God of War 1 kommen, ne? Das heißt nur God of War. Ja, God of War 1 heißt nur God of War. Also morgen würde God of War kommen. Genau. Morgen kommt dann God of War um 19 Uhr.
muss ich noch. Oh, oh. Aber gut, ist ja bald Weihnachten. Ich glaube, der LP geht bis zum 24. Ne? 22. Ja. Bis Heiligabend. Schönen Heiligabend euch. Ich hoffe, ich wurde ihr schön beschenkt. genau, am ersten Weihnachtstag geht's dann mit God of War los. Das würde ich dann ganz gerne fortsetzen oder ja. Ich war kurz überlegen, ob ich nächstes Jahr starte, aber nee, das würde ich ganz gerne kontinuierlich lassen. Das würde ich schon ganz gerne. Nee, fangen wir noch dieses Jahr an, ist schon okay. Das würde ich sagen, fangen wir noch dieses Jahr an, God of War. Ja, würde ich sagen, machen wir so. Fangen wir dieses Jahr noch God of War an, God of War Ascension. Und ja. Würde ich sagen, ne? God of War Ascension, God of War, den ersten. Weil das war ja dann die Vorgeschichte zur Trilogie. Und ich muss sagen, als Vorgeschichte fand ich das Spiel sehr, ja, also sehr weird. Ich meine, ich habe das jetzt verstanden, am Ende hat das alles Sinn ergeben. Ich würde auch sagen, ich habe die Story jetzt schon, ne, so durchblickt, aber eigentlich ist das eigentlich ein ganz riesengroßer Prolog. Ne, jetzt geht die Story ja sozusagen richtig los. Und ja, das ist ja wie ein Prequel-Spielen manchmal, ne? Ja, bin aber auch kein Prequel. Bin ich ehrlich, bin kein Prequel-Fan, muss ich ehrlich sagen. Also, ich bin jetzt nicht so der Prequel Fan, der sagt, ja, Prequels sind die besten. Eher weniger tatsächlich. Bin ich ehrlich, bin nicht so ein Prequel, weil Prequels meistens sogar nur eine komische Story haben. Also genau wie hier. Prequels sind nicht so meins. Also, ja, es geht. Es kommt immer darauf an. Also entweder wenn ich jetzt irgendwie eine Reihe durchgespielt habe schon und dann kommt das Prequel, denke ich mir so, okay, ja, ich weiß ja ungefähr, wo es hingehen muss, weil es ist die Vorgeschichte. Ja, aber dennoch hat mir es gefallen. Es ist jetzt kein schlechtes Spiel von der Story her, manchmal ein bisschen mager, aber ein bisschen weird auch erzählt. Also, am Ende hat es alles Sinn ergeben, am Ende bin ich jetzt froh und ich bin auch sehr gespannt, wie die Story weitergeht. Ich muss sagen, ich freue mich sehr auf God of War mit euch. Ich freue mich sehr drauf. Also, da muss ich sagen, das hat das Prequel geschafft. Wenn man das durchgespielt hat, bekommt man richtig Bock auf die Trilogie. Also, das muss ich sagen, das hat das Prequel geschafft. Das war richtig gut. Ist auch für mich so ein kleines, ich mag das echt gerne, das Spiel, weil das ist, also was halt geil war Gameplay und Rätsel. Ich fand diese Mischung aus Action und Rätsel ist ja grandios gewesen. Das war ja großartig. Das war auch großartige Szenen und, okay, bis auf diese Prüfung von der Archimedes. Also das fand ich schon gewagt, also das fand ich schon sehr hart an der Grenze, ob man das jemandem so zumuten sollte. Da hätten sie einen Kontrollpunkt zwischendurch einbauen sollen. Also ich bin jetzt aber nachher nicht mehr gestorben. Ich weiß nicht, ob noch einer gekommen wäre. Aber wenn nicht, wäre das schon krass. Aber das Finale, das war geil. Das Finale war ja mal sowas von geil. Also mit dem Kraken und dann haust du dem und dann ist der Kraken in Wirklichkeit die Neuphoria gewesen. Wo ich mich dann frage, ist das jetzt eine alte Schlacht gewesen? Ich schätze mal ja. Aber der Kraken war einfach geil. Ich meine auch, dass der Kraken der Anfang von God of War 1 ist. Meine ich. Ich weiß es aber nicht. Bin da unsicher. Weil ich God of War 1 nicht kenne. Nur mal so ganz mini-szenenweise reingeguckt. Aber mal so irgendwann mal als LP. Aber God of War 2 und 3 kenne ich ja gar nicht mehr. God of War 1 auch nicht. Keine Ahnung, worum es sich da handelt. Bin sehr gespannt, das mit euch herauszufinden. Und ich muss sagen, macht ja richtig Bock, die Reihe. Die macht richtig Bock. Hat mir unheimlichen Spaß gemacht, mit euch God of War Ascension hier durchzuspielen. Und ich freue mich sehr, God of War 1 bis 3 mit euch zu machen. Und dann noch 4 und hier Ragnarök. 4 bekommt man auf PC. Ragnarök auf PS5. Ja. Ein bisschen bei Ragnarök, den dauert glaube ich noch ewig. Das dauert noch ein bisschen, das dauert noch. Also ich habe mal ausgerechnet, so rund bis Oktober. Bis August nächsten Jahres. Also so ganz rund gerechnet habe ich das jetzt mal. Ich habe dann so, ja, mehr, ja.
Also bis August, September nächsten Jahres sollten wir God of War auf dem Kanal haben. Also, wenn God of War durch ist, ist das nächste Jahr auch dann, ja, nicht ganz rum, aber dann ist auch schon wieder der letzte Quartal angebrochen. Genau. Also, bis wir God of War durch haben, dauert noch ein bisschen, weil ich wollte die ganze Reihe, ich wollte es genießen. Das Problem, warum ich damit angefangen habe, ist der Grund, ich habe ja God of War 2018, das war ja sozusagen mein Startspiel. Und da bekommt man das hat auch Verbindung nachher zu den anderen God of War Teilen. Und ich wurde mit Kratos da nie richtig warm, weil mir immer irgendwie eine Vorgeschichte fehlte. Ich wusste, er hat krasse Sachen gemacht, es hat Konsequenzen, Götter zu töten, aber irgendwie war mir das nicht so ganz schlüssig. Und deswegen bin ich auch sehr froh, jetzt mal hier wirklich mal einzusteigen mit God of War mit euch. Und freue mich sehr, mit euch weiterzumachen. Mit God of War Ascension. Mit der God of War Reihe und sie mal wirklich kennenzulernen. Als Reihe, als das, was es ist. Denn das ist irgendwie richtig, richtig geil. Ach ja, ich freue mich. Hat aber muss ja einen Spaß gemacht. Hat wirklich, also das war wirklich ein gutes God of War. Also wirklich, das ist also ich habe gehört, dass das schnellste God of War sein soll. Das weiß ich jetzt nicht, weil ich habe die anderen God of War ja nie gespielt von der Trilogie. Aber mal gucken. Wir können ja mal gucken, wie mir das am Ende gefällt. Was am Ende mein Lieblings God of War ist. Aber ich glaube, dass man die mal nachholt, die ganze God of War Reihe. Ich glaube jetzt außer die PSP Titel, aber sonst glaube ich, dass man die ganze God of War Reihe mal nachholt, ist glaube ich vernünftig, weil ich habe das Gefühl, das ist schon so ein Spiel, was so ein bisschen Meisterwerk ist. Macht er das? Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, dass es euch auch ein bisschen gefallen hat und dass wir uns dann beim God of War wiedersehen. Ich glaube, God of War hat bei euch auch die höchste Aufrufzahl. Ich meine, dass es die höchste ist. Von den ganzen Projekten. Ungefähr. Kann ich jetzt mal gucken? Würde mich jetzt mal interessieren. Ja, also God of War ist schon gut dabei. Es sind schon einige, God of War Folgen. Eins, zwei, drei, vier Stück. Also wunderbar, wie haben wir am besten geklickt. Danke dafür. Danke übrigens auch für 317 Abonnenten. Vielen Dank übrigens für die ganze Unterstützung für dieses Projekt und für natürlich auch die anderen. Vielen Dank. Es war mir wieder eine Freude für euch, ein Spiel zu Let's Playen. Und ich freue mich mit euch gemeinsam aufs nächste Jahr. Kann ich jetzt schon mal sagen, obwohl dieses Jahr, na gut, dieses Jahr startet noch God of War. Ich glaube auch, dass wir dieses Jahr das letzte Projekt, das dieses Jahr jetzt startet. Ja, ich schätze mal. Glückwunsch, Krieger. Sie haben God of War Ascension abgeschlossen. Sie haben schon, ja klar, auf Titan. Ja, danke du. Danke, ich bin ja froh, dass ich auf normal durchkomme. Aber gut, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank für die ganze Unterstützung. Vielen Dank für 317 Abonnenten zum Zeitpunkt der Aufnahme. Vielen Dank für alle Aufrufe, für die ganzen Klicks, für die jegliche Art der Unterstützung. Vielen Dank. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Beim nächsten Let's Play morgen um 19 Uhr kommt God of War 1 auf dem Kanal. Schaltet die Augen offen. Was läuft sonst noch? Judgment 1 läuft auch auf dem PC. Um 15 Uhr Marvels Spider-Man Miles Morales 16 Uhr, Kalisse Protokoll 17 Uhr,
18 Uhr ist Dead Space 2, 19 Uhr ist God of War 1 ab morgen. Ja, ich wünsche euch was. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank für die ganze Unterstützung. Vielen, vielen Dank, vielen, vielen Dank, vielen, vielen Dank. Damit sage ich tschüss. Wir sehen uns. Tschüss, bis morgen, 19 Uhr sehen wir uns ja schon wieder. Oh Gott, ich muss ja bald wieder God of War aufnehmen. Oh, das wird alles. Das wird zeitlich echt krass. Das wird zeitlich echt spannend. Na gut, Leute. Vielen, vielen Dank. Haut rein. Tschüss. Bis dann. Ciao.